das für uns ganz wichtig, dass wir die Leute weiterentwickeln. Ich meine, wenn jemand mit einem CRTP aufhängt, da guckt man, dass er bei uns Metris möchte. Das ist extrem wichtig, dass die Leute mit uns wissen, dass sie mit uns auf den Weg gehen, weil wir ja wissen, dass unser Environnement permanent auch changiert. Und dafür brauchen wir Leute, die auch gewillt sind, viel weiterzukommen. Und das promovieren wir, dass wir permanent Formationen anbieten, dann im Bereich von der Technik aus wie auch in anderen Bereichen. Creos ist ganz innovativ, man muss auch innovativ sein. Wenn ihr guckt zum Beispiel die ganze Thematik Smart Meter, Smart Grid, wo die ganze Reso wird sich in den nächsten Jahren total verändern. Da muss noch als Leute die ganze Experience kriegen und auch muss man sich daran auch Talente fördern, wie das Ganze auch ohne Probleme über die Bühne geht. Ich meine, ohne Talente kann man da nicht weiter. Und dafür ist auch ganz wichtig, dass man in die Talente investiert. Ich meine, eine gute Kompetenz, eine schulische Kompetenz, eine technische Kompetenz, die muss ich gleich mitbringen, das ist ein Ticket d'entrée. Und das geht natürlich lange nicht durch, für sich weiterentwickeln. Es ist ganz wichtig, dass die Leute auch eine Passionweise für ihren Beruf, dass sie gucken, dass sie auch investieren. Und ich meine, just so kann ich noch bei uns weiterkommen. Ich meine, Sicherheit ist für Creos absolute Priorität. Ich meine, ohne Sicherheit kann ich keinen guten Job machen. Dafür ist für die Leute immer, dass ich werde mal gucken. Ich meine, dass ich werde Leute in einer Formation bei uns lehren. Dass sie gucken, wann sie einen Job machen, dass sie ihn sicher machen, dass sie auf die Leute aufpassen, die Verantwortung haben sie auch und die müssen sie auch drohen. Und da leben auch ganz große Wert, weil wie viel Schiffre weiß, an der Elektrik und am Gas, wenn du eh Fehler möchtest, die kann ganz knapp sein. Wir stellen noch Lehrbuben und Lehrmädchen und das war uns auch ganz wichtig. Da geht auch mit den Schulen in Lützburg ganz eng zusammen geschafft. Auch mit Adam, wo wir gucken, noch im Arbeitsamt gute Leute zu finden, die doch gehen. Wo wir auch probieren, denen eine Chance zu geben, dann ist noch froh, dass wir selber bei uns in der Creos Leute haben, die können die Leute vermehren und die auch froh sind und hilfreich sind, für ihre Kompetenzen weiterzugeben.